Herr Adams, Herr Potz, Sie haben gestern im Stadtrat eine Niederlage erlitten, wo es darum geht, das Torhaus, das heißt das große Haus am Opladener Bahnhof, sofern man ihn noch so nennen kann, als Verwaltungsstandort durchzusetzen, waren dann aber über Nacht nicht untätig und haben 5 Anträge formuliert, die Sie jetzt gerade an die Stadtverwaltung gesandt haben, zur sonstigen Nutzung und weiterem Vorgehen mit dem Torhaus. Können Sie die kurz vorstellen? Ja, jetzt haben wir eine andere Situation. Die öffentliche Nutzung des Hauses wird eben nicht weiter verfolgt und dieses Objekt, das Grundstück, wird eben in private Hände gegeben. Da fangen wir an mit unseren Anträgen. Und zwar regen wir an, dass dieses Grundstück nicht verkauft wird, sondern auf Erbpachtbasis vergeben wird, damit später in späteren Jahren einmal wieder entschieden werden kann, wie mit dem Grundstück verfahren wird. Da gibt es zumindest die Option, da eben nochmal die Geschicke dieses ganz zentral gelegenen Grundstücks im Herzen Opladens wieder in die Hand zu nehmen. Das ist der erste Gedanke. Der zweite Gedanke ist eben, dass das, was jetzt in dieses Gebäude hineinkommt, eine gewisse Wertigkeit hat, eine Strahlkraft, um diesen ganzen Prozess auf der Westseite, der eben noch im Beginn ist, ordentlich anzustoßen, auch am Impuls in die Bahnhofstraße hinein zu tragen, die ja eben sehr darauf wartet, dass sie eben mal eine positive Entwicklung einnimmt. Da haben wir den Gedanken, dass dort jemand, doch Nutzungen eben stattfinden, die eine besondere Bedeutung haben, eine Strahlkraft. Wir können uns Ärzte vorstellen, Fachärzte, ein Diagnose-, Dialysezentrum, Ingenieure, jedenfalls Mitarbeiter, die doch eben tagsüber sind, die tagsüber auch mal einkaufen gehen oder Mittagessen in Opladen und die auch von den Opladern oder den Bürgern der Umgebung aufgesucht werden. Die hohe Zentralität dieses Grundstücks, die sollte aufgegriffen werden, da sollte das, die sollte maximal zur Entfaltung kommen. Das Haus sollte möglichst belebt werden oder im Leben integriert, verwoben, mit dem Leben Opladens verwoben sein. Ein Detail, was wir uns vorstellen, das ist nicht von uns, das hat es eben schon ein paar Mal in der Diskussion, hat sich das Stichwort gegeben, dass man oben im oberen Stockwerk ein Terrassenrestaurant, ein Restaurant mit Dachterrasse einrichtet. Dann wird man einen erstaunlich schönen Blick über Opladen haben. Es geht bis ins Bergischen Land, bis Köln rüber. Und dieses Gebäude wäre auch eben für jedermann dadurch zugänglich erlebbar. Zu den Nutzungen wird natürlich allererst einmal die Bahnhoffunktion. Die muss auch festgeschrieben werden, dass man eben dort in diesem Gebäude das unterbringt, was man eben als Bahn- und Busreisende da braucht. Ein Wartebereich, wo man einen Kaffee trinken kann, kaufen kann, der natürlich auch etwas Reiseproviant. Ja, dann gilt es eben, weil es jetzt dann zwei Akteure gibt oder zwei Rechtspersonen an diesem Ort, nicht nur eine Stadt als Gebäudeeigentümer und eben auch als Betreiber dieser Laufhiel. Es gibt jetzt dann einen Investor, einen Gebäudenutzer, der wird privater Natur sein, aber eben auch den öffentlichen Lauf, der durch das Gebäude durchgeht. Im Moment ist ja dieser Torbogen da eben angedacht und das Miteinander, das muss vereinbart werden. Da muss es einen Vertrag geben, wie das miteinander geregelt wird, wie die Kosten fair aufgeteilt werden. Dieses Vertrag ist relativ kompliziert. Das muss sorgfältig vorbereitet werden. Die Erwartungshaltung der Stadt in die Art des Gebäudes, dass es eine städtebauliche Ausprägung hat, dass es eben auch die Bahnfunktion eben aufnimmt, dass es gut zu der Hinaufführung auf die Brücke passt, das muss vertraglich verabredet werden. So etwas muss rechtzeitig geschehen, damit die Politik auch nochmal drüber schauen kann. Da gilt es, Verträge zu schließen über Generationen, alle Eventualitäten beinhalten müssen, die da kommen können. Ein weiterer Punkt ist, so diffus hat man gedacht, das wird das Torhaus gebaut. Dann gibt es da auch diesen Treppenaufgang. Den Treppenaufgang, den muss man jetzt unabhängig von diesem Torhaus sehen. Der hat mit dem eigentlich nichts zu tun. Zunächst einmal, es muss ein ordentlicher, alltagstauglicher Aufgang auf die Treppe raufkommen. Jetzt haben wir nur diese mühselige Zuwegung über den Treppenlauf und den Treppenturm und diesen Aufzug, der selten funktioniert oder häufig mal nicht funktioniert.
Und da stellen wir uns eben vor, dass auf die Brücke rauf in der geraden Linie von der Bahnhofstraße hoch zur Bahnhofsbrücke eine Rolltreppe rauf und eins runter, eine Rolltreppe rauf und eine runter gibt in einer fußläufigen Treppe. Wir haben ja diese Rolltreppenpaare auf die Bahnsteige. Umso mehr ist es natürlich nötig, dass der Grundsatzlauf auf diese Bahnhofsbrücke eben alltagstauglich bequem ist. Die Bahnhofsbrücke ist ein Drittel höher als die Differenz von der Domplatte hinauf, hinunter zur Bahnhof, zum Bahnhofsvorplatz in Köln. Also da gibt es schon einen enormen Höhenunterschied zu überbrücken. Das muss schon so gemacht sein, dass der Brückenschlag zwischen Opladen und der Bahnstadt eben dann auch geschieht und der Zugang zur Bahn so ist, dass es eine gute Lösung ist, dass man diesen Bahnhof gerne annimmt. Als letzten Punkt haben wir etwas, was wir mal einbringen wollen in das zukünftige Entwickeln, und zwar ein Crowdfunding-Thema, dass man mal schaut, ob man für dieses Torhaus nicht Anteilsteile verkauft an möglichst Bürger der Stadt, damit dieses Gebäude ein öffentliches Gebäude hat. Es wird ein Invest sein, was sich lohnt, davon sind wir überzeugt, die Standortqualitäten sind sehr groß. Und damit es eben, weil es so zentral im Opland steht, damit es eine öffentliche Einrichtung bleibt oder damit es möglichst viel Verbundenheit zur Bevölkerung hat, wäre es ganz schön, wenn man es mal versucht, eben Anteile eben an die Oplander und Leverkusener zu verkaufen. Vielleicht bringt sich da die Sparkasse oder die Volksbank ein. Da soll die Bahnstadt GmbH doch einfach mal schauen, ob es da einen Weg gibt, dass man möglichst viele ortsansässige Anteilseigner an diesem Objekt gewinnen kann. Das werden wir ganz charmant bei dem Versuch zu diskutieren. Ja. Gestern bei der Ratssitzung hatte ich den Eindruck, dass es nicht zum ersten Mal doch größere Spannung zwischen Oberbürgermeister Richrath und Opladen Plus vielleicht auch Ihnen persönlich gibt. Ist mein Eindruck falsch? Also den Eindruck habe ich so im Miteinander mit dem Oberbürgermeister nicht erlebt. In der Sitzung war sicherlich etwas emotional, aber ich denke, das ist nichts, was über dieses Thema hinaus gilt. Vielen Dank.